hallo und willkommen zurück. Tja, hier komme ich nicht so wirklich weiter. Ich denke mal, ich muss wirklich die Gefäße alle Bin beide gleich wieder da, Ingo. Okidoki. Auf die Sockel setzen, aber ich kann sie gar nicht bewegen. Ich habe jetzt einen Quarz abgeschnitten. Oh, soll ich den damit stechen? Oh, schade. Komm, Spotty. Ach, ist da nicht Hugo da hinten? Hallo, Ralf. Hi, Anisha. Du bist abgestürzt, stimmt's? Das war ein Spaziergang. Du brauchst also keine Hilfe? Richtig. Und du willst da liegen bleiben? Für immer und ewig? Yep. Wie geht's dir, Ralfi? Alles im grauen Bereich. Ja, logisch. Halte durch! Ralf bleibt hart. Noah tut auch immer so, als bräuchte er keine Hilfe. So sind große Brüder eben. Was gibt's da zu glotzen, hm? Warte, wenn ich jetzt ihn mit dem Zeug hier aussaugen lasse. Okay, das geht nicht. Keine wirkliche Idee jetzt gerade, was ich noch machen kann. Hallo, da bin ich wieder. Und jetzt habe ich meinen allerliebsten Freund dabei. Darf ich vorstellen? Spot! Hoffentlich kein Steinpinkler. Was ist das? Bitte was? Ja, aber das ist ja nichts mehr. So, wir könnten natürlich jetzt Spot werfen. Nein. Wir könnten Spot dahin werfen. Auch nicht. Wir könnten Spot da rumwickeln. Da rumwickeln. Da rumwickeln. Als Brücke missbrauchen. Oh, du bist so cool, Spotty. Ja, ist ja auch Spotify. Kann ich sowieso nicht lesen. Du sollst auch nicht lesen, du sollst nehmen. Kann ich sowieso nicht lesen. Ist sie denn ein bisschen blöd? Was soll das hier sein, Ingo? Keine Ahnung. Ralf weiß, was damit zu tun ist. Ralf weiß, was damit zu tun ist. Okay. Das heißt, sie brauchen erst Ralf, würde ich jetzt schon mal behaupten. Die wachsen 1 Millimeter in 2000 Jahren, stimmt's? Sind die Rennpferde unter den Steinen. Ralf weiß, was damit zu tun ist. Der olle Stachelbusch piekst wie verrückt. Ja, der stört mich auch. Hm.
Tja. Also ohne Ralf geht's hier nicht weiter, offensichtlich. Bei dem beiß ich auf Granit. Meinst du denn, das hältst du aus? Na gut. Hallo, da bin ich. Na und? Komm, Ralfi, ich steck dich ein. Nenn mich nicht Ralfi und ich lass mich nicht rumtragen. Aber wie soll ich dich denn sonst hinaufbekommen? Mir egal, tragen lasse ich mich auf jeden Fall nicht. Okay, dann roll ich dich. Oh, aber... Spot. Tifai. Hey, Ralf. So hab ich dich ja noch nie gesehen. Bist du überhaupt Ralf? Halt die Klappe, Ingo. Ja, du bist es. Danke für deine Hilfe. Du hast was gut bei uns. Übertreib es nicht. Ich bedanke mich für Danke, das Danke, ihr beiden seid so süß. Wir sind nicht süß. Wir sind steinhart. Ihr könnt mir mit dem Steintor helfen. Du weißt, wie das aufgeht. Ralfi? Man muss die Gebetsmühlen richtig drehen. Aber die sind gar nicht in den Halterungen. Du meinst die Steinrollen? Gut, ich bringe sie zurück. Dann sagst du mir, wie ich sie drehen muss. Und schwuppdiwupp geht das Tor auf. Schauen wir mal. Der Sucher muss echt sauer gewesen sein. Wie kann man denn Steine kitten? Bestimmt nicht mit Spucke. Vielleicht ja doch. Kommt auf die Spucke an. Ich wünschte, die Rollen wären aus Schnee. Was ich dann damit machen könnte. Oh, du bist so cool, Spotty. Der ist wirklich cool, der Spotify, auf jeden Fall. Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Der Moment, wo wir wieder zurückgehen müssen, gehe ich davon aus. Okay. Aber ich habe doch noch gar nicht Janus gefunden. Okay, das heißt, ich kann nicht zurückgehen. Drachensuppe. Ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Oh, du bist so cool, Spotty. Ja, besser als Spotify manchmal sogar. Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Wie kann ich
kann ich jetzt Hotti jetzt wieder nehmen? Offensichtlich gar nicht. Ach Mann, ey. Das Spiel fängt an zu nerven. Ich wünschte, die Rollen wären aus Schnee. Was ich dann damit machen könnte. Pass auf den Igelbusch auf, Spotty. Komm da nicht ran. Der stört mich auch. Ich habe keine Idee, was ich hier machen soll. Ihr Steinbrüder könnt mir auch nicht helfen. Ihr habt ja nicht mal Arme. Tut mir leid. Hör auf zu jammern, wir haben vielleicht keine Arme. Aber dafür haben wir unser Geheimnis. Ein Geheimnis? Yep. Das nur Steine kennen. Ein mächtiges Geheimnis. Das unglaubliche Macht verleiht. Wow, und was für eins? Ja, Ralph, was meinst du? Na, das magische Steinlied. Ein Lied? Aber das dürfen wir doch nicht singen. Ja, weil es geheim ist. Es darf nur in Ausnahmefällen allerhöchstens einmal in 1000 Jahren gesungen werden. Von mehr als einem Stein. Und er wirkt nur bei Steinen, die jünger sind als die, die das Lied singen. Wenn wir es singen, kannst du die Steinrollen mit dem linken kleinen Finger heben. Das ist ja toll. Dann singt schnell los. Moment, Moment. Oh, du bist so cool, Spotty. Do, re, mi, fa, so. Mi. Do, re, mi, fa, so. Mi. Eins, drei, sieben. Mi. Do, re, mi, fa, so. Steine. Sind höheres geboren. Bohren. Haben sie am Boden liegen. Liegen. Haben sie die Macht zu fliegen. Fliegen. Und das tun sie jetzt nicht mehr. Großartig! Das habt ihr wirklich toll gemacht! Okay. Quarzblumen mag ich, die tun keinem was. Ich wünschte, die Rollen wären aus Schnee. Was ich dann damit machen könnte. Legt los! Steine! Oh, wartet mal, Jungs. Die muss ich erst noch reparieren. Ich wünschte, die Rollen wären aus Schnee. Was ich dann damit machen könnte. Aber wie soll ich die denn reparieren? Lava, aber ich kann ja das Pott nicht benutzen, um Lava zu transportieren. Nein, Spotty, das ist heiß. Wow, du bist Drachenspot.
Okay. Er ist Drachenspot. Und jetzt zusammendrücken. Es hält! Leg los! Steine! 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 Ob große oder kleine! 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 Bitten alles überdauern! Überdauern! Ob in Freiheit oder Mauern! 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 Bis in alle Ewigkeit! Großartig! Das habt ihr wirklich toll gemacht! Ja, haben sie wirklich, ja? Das gefällt mir. Vielleicht kann ich ja auch diesen Busch verbrennen. Spuck Feuer, Drachenspot. Genau. Kann ich. Ihr könnt lossingen. Steine, Steine, Steine brauchen keine Beine. Beine, Beine, denn einmal im Leben. Können sie auch schweben? Schweben, schweben. Schon vorbei. Großartig. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Hat eure Band auch einen Namen? Ach, nenn uns einfach die Stones. Juhu, alle Rollen sind auf ihren Plätzen. Und jetzt? Jetzt pass auf. Du musst zuerst die linke einmal rechts rumdrehen. Okay, wo ist links, wo ist rechts rum? Das wissen wir doch eigentlich. Wo ist links? Also auf der Seite, wo der Abgrund ist. Das ist aber rechts. Oh je, das erste Mal in meinem Leben wünschte ich, ich hätte Hände. Damit du Rini zeigen kannst, wo rechts und links ist? Nein, damit ich dich erwürgen kann. Wie denn? Ich hab doch gar keinen Hals. Also, wie soll ich die Mühlen jetzt drehen? Okay, versuchen wir es anders. Die Beinwesen aus Kalimar haben immer eine Geschichte erzählt, während sie das Tor geöffnet haben. Diese Legende ist sowas wie eine Eselsbrücke für die Reihenfolge, in der die Mühlen gedreht werden sollen. Okay. Aha. Jede Rolle steht für etwas. Leben, Tod oder Traum. Soweit verstanden? Ja, Chef. Ich weiß Bescheid. Zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, da war ein kleiner Junge. Nur einen Gedanken vom Tode entfernt. Ist das denn der Tod? Falsche Rolle. Zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, da war ein kleiner Junge. Nur einen Gedanken vom Tode entfernt. In seinem unheilvollen Schlaf träumte er von Drachen und Lindwürmern, von Monstern, die sich gegenseitig fraßen. Je näher er dem Tod kam, desto größer und grausamer wurden diese Tiergestalten. Das größte von ihnen war ein Wurm, der alles andere verschlang. Also ich habe zu viel Dune geguckt.
Zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, da war ein kleiner Junge nur einen Gedanken vom Tode entfernt. In seinem unheilvollen Schlaf träumte er von Drachen und Lindwürmern, von Monstern, die sich gegenseitig fraßen. Je näher er zum Tod kam, desto größer und grausamer wurden diese Tiergestalten. Das größte von ihnen war ein Wurm, der alles andere verschlang. Tja. Da endlich wachte der Junge auf. Er lag nicht mehr im Bett, sondern saß auf einem Thron und er sah, dass er erwachsen geworden war. Er trat ans Fenster, um sich sein Königreich anzusehen. Traumhaft schön war es, voller märchenhafter Seen, Berge und verwunschener Wälder. Von tiefer Ruhe erfüllt, gewahrte er, dass dies der Ort zwischen Leben und Tod war. Okay, der Ort zwischen Leben und Tod. Und so taufte der König sein Land Silence. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Okay. Oh nein, es geht nicht weiter auf. Wieso nicht? Was ist los? Wahrscheinlich verkeilt. Okay. Oh. Hat nicht gehalten. Na gut, da muss Spot dran. Ja, Spotty, prima machst du das. So eine gemeine Zaubertür. Rette Janus und komm schnell wieder zurück. Ich warte hier auf dich. Okay. Mach du mal. Der sieht ein bisschen aus wie ich. Was für ein Glück, dass ich den Splitter gefunden habe. Verdammt mich! Diese Prüfung ist wirklich hart. Wir suchen unsere Leute zu... Oh. Schon wieder eine Teufelei von der falschen Königin? Vielleicht bist du gar keine Raupe, sondern hast nur ihre Gestalt angenommen. Ach, darum bist du hier. Dich hat die falsche Königin geschickt. Bei allen Suchern von Silence. Du bist der Schlimmste. Okay. Zeig ihm, wer der Boss ist. Dann gucken wir seinen Griff. Ich zeig ihm, wer der Boss ist. Beim großen Gambler. Wieder ein Beweis für die Existenz des göttlichen Gestaltwandlers. War das ein Trick? Ich will glauben, dass du mir helfen kannst. Denn glauben heißt hoffen. Richtig. Was hast du vor? Keine Ahnung, ich habe ja noch nicht verstanden, worum es geht. Faszinierend. Scheinbar gibt es nichts, was dich schreckt. Alle Götter seien mit dir. Ja.
Okay. Verändern? Nein. Okay. Das ist merkwürdig. Ein bisschen eklig. Okay. Ja, wenn das nicht merkwürdig ist, dann weiß ich nicht, was merkwürdig ist. Es sind 5 Bellungen, es sind 5 Augen. Ich habe dazu gerade gar keinen echten Kommentar mehr. Okay. Irgendwas muss die Gestaltwand doch gut sein. Ja, vielleicht muss ich jetzt wirklich das Szenario wechseln. Wir wechseln mal das Szenario und wir wechseln die Folge. Bis dahin. Tschüss.